Ein typischer Stadtteil in Hamburg, mit niedrigen Wohnhäusern, dicht an dicht gebaut, die heute den meisten ein nostalgisches Gefühl von Geborgenheit vermitteln. In scharfem Kontrast dazu findet man hier, mitten in der Innenstadt am Grindelberg, eine der modernsten Wohnsiedlungen der 50er Jahre. Modernes Wohnen schaffte Distanz zum Nachbarn bis hin zur Anonymität. 1949. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die alten, eng gebauten Wohnblocks stark beschädigt oder zerstört. An ihrer Stelle plante eine Hamburger Architektengemeinschaft eine Siedlung, die städtebauliche Ideen der 20er Jahre zum ersten Mal in dieser Größe in die Realität umsetzte. 12 Hochhäuser mit 15 und mit 10 Geschossen in strenger Nord-Süd-Achse inmitten von Grünanlagen. Der Aufbau begann im Frühjahr 1949. Da große Wohnungsnot herrschte, waren die Baufristen so kurz wie möglich gesetzt. Die ersten Grindelberg-Hochhäuser wurden deshalb aus Stahl montiert. In Beton baute man ab 1953 und dieses billige und schnelle Baumaterial setzte sich in den 50er Jahren durch. 1956 stand die Siedlung. Der häufigste Wohnungstyp der Nachkriegszeit war die Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie hat am Grindelberg 60 Quadratmeter. Ja, ich wohne schon seit Anbeginn der Hochhäuser hier. Seit 1951 habe ich erst in einem anderen Hochhaus gewohnt. Inzwischen bin ich also hierher gezogen, hier in dieses Hochhaus durch einen Tausch. Und ich entsinne mich noch, dass also als die ersten Hochhäuser gebaut wurden, am Sonntag die Busse, die Stadtrundfahrt hier vorbeifuhr. Die Leute stiegen aus, es wurde ihnen erklärt, dass also praktisch die Hochhäuser im Grunde genommen einmal für die englische Besatzungsmacht gedacht war. Hat sich alles inzwischen dann geändert. Und dann fuhren sie hier rum und dann zum Schluss kehrten sie unten in einer Konditorei ein. Also das spielte sich praktisch jedes Wochenende ab. Ich bin eingezogen am 1. April 1954 und wohne jetzt 32 Jahre hier. Und wir waren ausgebombt und wir wollten uns eine neue Wohnung suchen und haben dieses Gebiet hier schon immer durchwandert und mit meinen beiden Jungs. Und ich bin hier groß geworden in der Iselstraße und wollte auch hier irgendwie in dieser Gegend bleiben. Und naja, da sind wir hier mal hergekommen und dann waren sie ja schwer am Bauen. Da hieß es ja erst, die Engländer sollen da rein und dann wurde das abgeblasen und dann wurde gesagt, ja, also das werden Wohnungen für neue Mieter, nicht? Naja, und wir fühlen uns ja furchtbar wohl und waren, die Jungs waren immer hell begeistert und auch in der Schule haben sie das immer so nett erzählt, wo wohnt ihr und da und da und das war ja eine ganz große Sache da im Hochhaus, nicht? Das war ja ganz was Besonderes, waren die ersten Hochhäuser hier in Hamburg überhaupt. Und ich weiß auch von vielen, die hier sehr gerne wohnen, die praktisch also gar nicht rausziehen wollen. Auch wenn jetzt Ehepaare eingezogen sind, sind Familien gewesen. Ehemann ist gestorben oder die Frau ist gestorben. Die meisten bleiben hier wohnen. Weil es at 1 nahe zur Stadt ist, es sind ja nur 3 oder 4 Bushaltestellen. Auf der anderen Seite können Sie auch wunderschön hier an der Alster spazieren gehen. Und es ist ja auch ein sehr schöner Stadtteil. Ich persönlich muss sagen, liebe diesen Ausblick hier aus dem 13. Stock sehr. Also ich fühle mich hier sehr wohl und ich glaube, das kann ich von vielen hier sagen. Auch die Nachbarschaft ist furchtbar nett und die pflege ich auch sehr. Und ich habe sowieso immer so einen kleinen Stich, ältere Menschen zu helfen und hier wohnen ziemlich viel alte Menschen, auch die lange hier wohnen und die kennt man denn und auch Junge sind jetzt hier viel eingezogen. Mit Kindern haben sie, die sind mehr oder weniger wieder ausgezogen, weil die keine Spielmöglichkeit hatten, ne? Denn der Spielplatz, der liegt ja auch leider Gottes direkt da an der Hauptverkehrsstraße und da ist es auch sehr, sehr schmutzig.
Ja, das ist nun unser kleiner Balkon hier. Das ist ja das, was das Einzige ist hier im Hochhaus, was mir nicht gefällt und wo ich auch immer sehr traurig drüber bin. Denn da kann man höchstens mit einer Person, aber mit mehreren Personen kann man da nicht sitzen. Und vor allen Dingen ist ja auch der Verkehr so stark hier geworden. Am Grindelberg, das ist eine Hauptverkehrsstraße in den letzten 10 Jahren geworden. Und dann hat man den Autolärm und außerdem furchtbar viel Schmutz hier auf dem Balkon, weil da so furchtbar viel Staub hochgewirbelt wird. Insofern kann ich den Balkon nicht benutzen. Was ich nicht mache. Also Sie sehen daran, dass ich darüber nachdenken muss, was es an Negativen gibt. Also ich wüsste es im Moment. Vielleicht, dass es manchmal ein bisschen laut ist. In den 50er Jahren waren Belästigungen durch Straßenverkehr gering. Und auch heute noch können sich die Anwohner dank großzügiger Grünanlagen im inneren Bereich der Siedlung erholen. Licht, Luft und Sonne. Allerdings nur bei einem einzigen Hochhaus nahmen die Architekten diese Möglichkeit hoch über der Stadt in ihre Pläne auf. Wer hier wohnt, braucht zum Einkaufen kaum noch die Siedlung zu verlassen. Denn jedes Haus hat im Erdgeschoss eine Vielzahl von Läden, die zur Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders für die Mieter besonders attraktiv waren. Und am Grindelberg dachte man noch weiter. Vor allem die lästigste aller Hausarbeiten sollte erleichtert werden, da sich die wenigsten in den 50er Jahren eine eigene Waschmaschine leisten konnten. 1956 wurde das Waschkarussell in Betrieb genommen. Und jeder Grindelbergmieter kann auch heute noch hier waschen. Die Wäscherei wird, glaube ich, doch ganz schön stark frequentiert, obgleich ja im Laufe der Jahre fast jeder Haushalt eine eigene Waschmaschine hat. Aber wenn ich jetzt so an Bett- und an Tischwäsche denke und so weiter, dann ist das doch sehr angenehm, wenn man also morgens um 8 oder um 9 runtergeht, wirft seinen ganzen Kram in die Maschine, kommt eine Stunde später wieder, holt das raus durch den Tümmler und dann in die Mangel. Also das ist im Grunde genommen ja ganz was Ideales. Deshalb schließt es ja nicht aus, dass man seine kleine Wäsche, die man so täglich anfällt, durch die Waschmaschine jagt. Aber ich glaube, das ist doch sehr angenehm. Schade um die schöne Frisur. Morgen habe ich große Wäsche. Wäsche? Habe ich auch. Wie, auch morgen? Nein, jetzt, während ich hier sitze. Puh, musst du aber eine tolle Waschfrau haben. Habe ich auch, absolut zuverlässig. Ach nee, und was zahlst du ihr? Oh, nicht der Rede wert. So, so, die stammt wohl noch von vorgestern. Im Gegenteil, durchaus von heute. Komm mit, überzeug dich. Ja, die will ich sehen. Meine Waschfrau, meine Konstrukta. Bitte blütenrein und leinentrocken. Ja, aber... Nichts aber. Machen wir gleich die Buntwäsche hinterher, dann wirst du schon sehen. Guck mal, was da alles reingeht. Na? Einschalten, Waschprogramm einstellen, Waschmittel zugeben. Und das Ganze dauert nur ein gutes Stündchen. Und du selbst brauchst gar nicht dabei zu sein. Ivo, vorhin habe ich ja auch beim Friseur gesessen. Weiß man nicht, was wir gebaut haben. Komm, hier läuft ja alles von alleine. Vollautomatisch. Unwahrscheinlich. Ja, ja, gnädige Frau. Meine Zeit ist vorbei. Doch meine bewährte, meine klassische Waschmethode, die lebt in der Konstrukta weiter. Nur, dass sie es noch gründlicher macht. Viel schonender und natürlich bedeutend schneller, als ich es jemals konnte. Erhebungen über die Wohnungswünsche der Bundesbürger bestätigten, dass mehr als die Hälfte am liebsten in einem Vorort wohnen wollten, ohne allerdings
auf gewohnte Serviceleistungen zu verzichten. Bergheim bei Stuttgart hat seit den 50er Jahren als Besonderheit sogar einen Frisiersalon. Wir haben im Mai 1959 hier angefangen. Damals kamen die Leute öfters zum Friseur. Der Intervall der Friseurbesuche war kürzer wie heute. Damals trug man eben die Haarmode anders. In den 50er Jahren, da hatte man hauptsächlich die Frisuren mit hohen Tubagen. Je höher, je moderner. Und hauptsächlich die jungen Damen, die hatten, muss man sagen, blondes Haar und dann eine Tönung mit Grau oder Rosé, ein Roséton. Und dann war man ganz schick. Die älteren Herrschaften, die trugen noch diese halblange Frisur. Da wurde bis hierher ungefähr mit dem Schneidekopf null auf null geschnitten, also alles weg wie rasiert. Und erst ab hier wurde der Übergang geschnitten. Das sind so richtige Offizierschnitte gewesen, wie man sagt. Und dann hat man noch den Fasonschnitt geschnitten in der Hauptsache. Der konnte länger oder auch kürzer getragen werden. Je nach Fason. Damit der Kopf die beste Fason hatte. Und dann die Jungen, die sind damals schon gekommen und haben diesen Mäcki-Schnitt machen lassen. Diese ganz kurzen Haare, die aussahen dann wie ein Igel. Etwas anfeuchten, Herr Pittel? Ja, bitte sehr. Herr Titel? Ja. Sind Sie zufrieden so? Ja, danke, Herr Schmidt. Ja, ist danke. Es in Ordnung? Ja, ja. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Titel. Neue Kunststoffe wie PVC oder Resopal begannen ihren Siegeszug Mitte der 50er. Also wichtig war für uns erstens mal der Boden, dass er säurefest war. Weil wenn man was verschüttet an Dauerwellwasser oder Haarfarben, dass er leicht zu pflegen ist. Dann haben wir ein Augenmerk drauf gelegt, dass diese Spiegelwand aus Resopal ist, gut abzuwaschen und hygienisch zu pflegen. Ja, die Ausfrisierplätze, da haben wir die Kundin, da wird die Kundin ausfrisiert. Und bei der Dämmerung habe ich dann die Beleuchtung angemacht und es war immer sehr schön. Und wo wir die Einrichtung, mein Mann und ich, zusammen ausgesucht haben, da haben wir uns für das entschieden und waren immer sehr zufrieden damit. 1950 bin ich nach Esslingen gekommen und habe hier gleich Arbeit gekriegt. 1951 bin ich dann hergekommen nach Esslingen, in die Maschinenfabrik. Und mein Mann hat ja da geschafft. Bin dann ein Jahr im Haushalt und auch in die Küche. Bis wir noch geheiratet haben und dann sind wir nach Bergheim gezogen. 1954 ist das Haus hier fertig geworden. Und da haben wir dann die Wohnung gekriegt. Ja, wir haben damals 54 Mark Miete bezahlt. Und das hat sich halt geändert, gell, mit den Jahren. Mit dem einsetzenden Wirtschaftswunder wurde für viele der Traum vom Haus mit Garten wahr. Früher, ja, wie wir eingezogen sind, da war ja noch die Straße ganz anders wie heutzutage. Da sind sie noch mit den Kühen durch die Ortschaft gezogen. Und Holz war da, wenn die Leute Holz gemacht haben, auf der Straße draußen.
Und die Müllabfuhr, die hat man noch dahinter, war so ein Steinbruch. Und dann hat man den Eimer dahinter fahren müssen und ausleeren. Das war ganz anders noch wie heute, nicht so modern. Man hat damals auch noch samstags gearbeitet. Und da ist man dann bis 2 Uhr haben wir in der Fabrik gearbeitet und nach Hause gekommen. Dann einkaufen, die Frau hat noch die Wäsche waschen müssen und dann kochen noch. Nicht? Und da war der Samstag ganz weg, da war weg. Nicht? Da habe ich immer noch Überstunden gemacht, nicht? Jeden Tag. Man hat Geld gebraucht. Nicht? Ja, so viel Freizeit war nicht. Arbeit war genug damals, nicht? Der Aufbau, es war ja alles zerstört. Wir waren damals mit der Adenauer-Regierung sehr zufrieden. Es ist uns gut gegangen, allen Leuten ist es gut gegangen. Damals war der Aufschwung überall zu spüren. Ja, kann ich mich eigentlich meinen Mann nur anschließen. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, es ist halt von Jahr zu Jahr besser geworden. Ne? Man kann sich dann auch was leisten. Erst dann Ende der 50er Jahre sind wir das erste Mal in Urlaub gefahren. Nicht? Vorher haben wir uns keinen Urlaub nicht leisten können. Nicht? Aber wie soll ich mich dazu äußern, die 50er Jahre? Sind natürlich schwerer gewesen, weil man arbeiten musste. Naja, dass man eben, wenn man also berufstätig war und dass man sich eben alles kaufen konnte, was das Herz begehrt, was eben in den Kriegsjahren vorher nicht war. Das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren war für mich überhaupt nichts. Und nicht nur für mich, sondern auch für die Berliner. Ich glaube, dass erst in den 60er Jahren die wirtschaftlichen Verhältnisse hier in Berlin besser wurden. Das Hansaviertel. Die erste große Wohnsiedlung der Nachkriegszeit in West-Berlin mit mehr als 1200 Wohnungen. Hochhäuser galten allgemein als Wahrzeichen des Neubeginns auf den von Trümmern befreiten Grundstücken. Beton war auch hier das zeittypische Baumaterial. Ich bin in diese Wohnung im Januar 1959 eingezogen. Und auf die Idee, hierher zu ziehen, ins Hansaviertel, bin ich durch die Interbau gekommen, die 1957 stattfand. Die erste internationale Bauausstellung nach dem Krieg. Um Anschluss an das moderne Baugeschehen zu bekommen, lud man zu den Deutschen auch ausländische Architekten nach Berlin ein, wie zum Beispiel Alvar Aalto aus Finnland oder Fritz Jänicke und Sten Samuelsson aus Schweden, die als Objekt Nummer 15 ein 10-geschossiges Wohnhaus entwarfen. Man baute flach oder ganz hoch, wie das sogenannte Giraffenhaus der Berliner Architekten Müller-Rehm und Siegmann. Die Interbau wurde nicht nur für Fachleute geplant. Und an den Kassen spiegelte sich die politische Realität Berlins wider. Diese Bauausstellung hatte mehr als 1 Million Besucher in 3 Monaten. Ganz unkonventionell konnte sich ein jeder der Alltagsschwere entziehen und ganz von oben das Baugelände und die fertigen Bauten besichtigen. Dazu gehörten das Schwedenhaus, das V-Stützenhaus aus Brasilien und weitere Wohnbauten aus der Schweiz, der Bundesrepublik und aus Frankreich. An der Wohnung fasziniert mich heute noch die Aussicht von meinen Fenstern. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, kann ich heute noch nach 27 Jahren am Fenster stehen und kann die Umgebung bewundern, den Himmel, die dahinziehenden Wolken, die Peripherie. Also das fasziniert mich heute noch.
Schade ist es natürlich, dass das eigentliche Konzept des Hansaviertels nicht durchgeführt wurde. Denn es hieß die Stadt von morgen. Und aus den Bauplänen habe ich 1957 gesehen, dass eine Tennisanlage kommt, ein Schwimmbad, nicht nur Hallenbad, sondern auch mit Außenanlage. Aber das musste nachher verworfen werden aus Platzmangel. Denn der Tiergarten, der ja dicht vor der Haustür ist, der kann ja nicht nur noch mehr gerodet werden. Und vergrößert werden kann er ja auch nicht. Im Gegenteil, man hat ja jetzt nach dem Wiederaufbau des Hansaviertels, hat man ja eine ganze Menge Häuser gestrichen. Schön, es wurden zwar Hochhäuser gebaut, aber es sind ja insgesamt viel, viel weniger Wohnungen, als sie vor dem Krieg waren. Sehr schön finde ich es hier am Hansaviertel, dass ich sehr gute Einkaufsmöglichkeiten habe. Die Ladenpassage mit Bolle, einem ausgezeichneten Blumengeschäft, Parfümerie, Apotheke, eine Buchhandlung. Dann mag ich auch gerne und nutze auch sehr viel die Hansa-Bücherei und selbstverständlich nicht zum Schluss die Akademie. Gerade, dass die Akademie der Künste hier bei uns im Hansaviertel ist, finde ich ganz ausgezeichnet. 1960 bei der Eröffnung war ich sogar mit dabei. Und das war ganz witzig. Ich hatte überhaupt keine Beziehungen zu irgendwelchen kulturellen Kreisen. Und da habe ich einfach auf gut Glück angerufen und gefragt, ob ich nicht eine Karte zur Einladung bekommen kann. Da wurde ich gefragt, ja wieso, warum wollen Sie daran teilnehmen? Und da sagte ich, naja, ich bin nobody, aber ich bin Mieterin seit einem Jahr hier im Hansaviertel und kulturell sehr interessiert. Und siehe da, ich bekam die Einladungskarte. Werner Düttmann, der Mann des Tages sind natürlich Sie. Sie haben dieses Haus gebaut, in dem es heute so trubelt. Ich habe niemanden getroffen, der so viel Lorbeeren bekommen hat wie Sie. Wie fühlt man sich dabei? Ja, ich möchte sagen, überwiegend dankbar. Dankbar? Ist das, ja. Ist das Haus denn nun schon fertig? Nein. Fertig ist ein Haus eigentlich nie. Denn ehe es fertig ist, fangen die Reparaturen an. Herr Düttmann, ich glaube, Sie sind dankbar dem amerikanischen Dollarmillionär, der hier vom Himmel gefallen ist und, wie Sie sagten, der Akademie selbst. Aber die beiden sind nun auch wieder dankbar Ihnen. Ja, der ist gar nicht vom Himmel gefallen, der ist sehr irdisch. Er ist irdisch aus Berlin. Ja, der ist in Berlin geboren und ist hier weggegangen, damals nach Amerika in den 20er Jahren, als es eigentlich noch gar nicht nötig war, weil es ihm drüben gefiel. Und hat drüben eins begriffen und das war do it yourself. Willst du Kultur haben, musst du machen. Es ist gesagt worden, dass dieses Haus gerade eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen, diese ganz einfachen Dinge, so gut ermöglicht. Das ist ein demokratisches Haus, das ist kein hierarchisches, kein repräsentatives. Das haben Sie aber genau beabsichtigt, nicht? Ja, ich mache ja die großen Säulen nicht. Mir fällt der Reichstag schwer. Ich finde ihn undemokratisch. Den Bau? Ja, eben. Wie er restauriert wird, meinen Sie? Den Bau, ja. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Aber wenn ich eine bombastische Treppe hochsteigen muss und durch Säulen durch, wo ich so klein werde, dann bin ich nicht mehr Mr. Everybody oder wie man es nennen will. Der eigentlich seinen eigenen Staat bestimmen soll. Ich glaube an Maßstab. Und das ist, worum ich mich hier bemüht habe, dass Beton Beton ist und Holz Holz und dass der Maßstab menschlich bleibt. Die Wohnungen, die schon fertiggestellt waren, die waren für meine persönlichen Verhältnisse nicht geeignet. Und da habe ich daraufhin die Baupläne eingeschaut und habe festgestellt, dass das geplante Hochhaus von Baldessari, das ist ein Mailänder Architekt, gerade die richtigen Wohnungen für mich hat. In dem Hochhaus gibt es auf einer Etage nach dem Süden zwei Zimmerwohnungen und leider nach Nordosten zweieinhalb. Und da ich ja meinen 14-jährigen Sohn hatte, habe ich die Wohnung nach Nordosten gewählt, weil wir die zweieinhalb Zimmerräume benötigten,
und brauchten. In diesem Haus gibt es 131 Mieter. Auf jeder Etage 8 Familien. Meine Küche. 2x2 Meter. Bewegungsraum natürlich noch bedeutend kleiner. Für mich ist aber die Küche außerordentlich praktisch. Elektroherd, Arbeitsplatte, Spüle, Mülleimer, elektrische Geräte, Einbauschränke, Kühlschrank. Also wirklich ausreichend. Aber wenn ich daran denke, dass die Küche für eine Familie mit 1 oder 2 Kindern bestimmt ist, das ist eine Katastrophe. Also ich würde verrückt werden. Wie löst man im Hochhaus die ständig anwachsende Flut von Haushaltsmüll? Bequem, sauber und vor allem neu waren Müllschlucker im Treppenhaus. Küche, die ist insofern wunderschön, erstmal schon quadratisch, also schön groß, ich kann mich drehen und wenden, Tisch, Stühle und das große Fenster. Das ist am schönsten, weil ich dann rausgucken kann, auch während ich arbeite und leicht den Blick über Hamburg habe. Und hier habe ich auch meinen Grill, der ist schon uralt, den habe ich in den 50er Jahren damals gleich gekauft, weil wir alle immer gerne Hähnchen essen, gebratene Hähnchen. Und sonst ist alles schön hier beieinander. Die Spüle und die Schränke ist alles so gleich handlich. Also da brauche ich überhaupt nicht viel mich zu bewegen. Da brauche ich nur mich einmal umzudrehen. Also ich finde die Küche mit am schönsten von der ganzen Wohnung. Lass den Kopf nicht hängen, seid erfinderisch. Lasst euch nicht versengen, bleibt stets jung und frisch. Werdet doch nicht sauer, ist die Luft auch schwül. Haltet auf die Dauer, Kopf und Wasser kühl. Lasst den Kopf nicht hängen, Kinder seid gescheit. Lass dich nicht bedrängen, so bist du gefeit. Der Hitze preisgegeben ist hier jeder Fisch. Wollt ihr länger leben, haltet euch stets frisch. Schon seit Jahrzehnten sind die Frauen hinter AT her. Denn AT ist ihr kühler Hausfreund jederzeit.
Ja, AT bietet ein großes Kühlschrankprogramm mit vielen Modellen. Überall hinzustellen, ein- oder anzubauen, dabei schön anzuschauen. Raumausnutzung maximal. Innen einfach ideal. Gebaut aus bestem Material. Größenordnung ganz nach Wahl. Die Küche ist zwar nicht unbedingt des Mannes reich, aber wenn es um die Elektrifizierung der Küche geht, dann ist der Mann natürlich neugierig. Wir haben vor genau 6 Minuten schmutziges Geschirr in diese Maschine gepackt. Vor 6 Minuten. Wir öffnen die Maschine, sie hält von selbst und sie hat gespült. 1954, als wir hier einzogen, hatte ich ja nun die Möglichkeit, mich hier einzurichten. Und da ich also immer für schönes Wohnen war und eine sehr, sehr schöne Wohnung verloren hatte mit allem drum und dran, in der Isestraße oben ausgebombt war, weil ich mit meinen Jungs in an der Ostsee war, wegen der Bomben. Und naja, und dann habe ich gesagt, was du jetzt kaufst, das soll dann ja auch lange halten. Und da habe ich das dann besonders hier mit meinem Wohnzimmer gedacht. Chippendale oder Gelsenkirchener Spätbarock. Diese Möbel sind typisch für gediegenes Wohnen in den 50ern. In einer schnelllebigen Zeit repräsentierten sie Sicherheit und Beständigkeit. Das hat mir immer schon gelegen und ich habe gedacht, das passt gut in das Zimmer rein. Ja, und das habe ich dann 1954 gekauft und das habe ich einmal beziehen lassen in der Zeit, aber es sind auch die gleichen Möbel wie damals. Und naja, man hat natürlich im Laufe der Jahre manches geändert an Schlafzimmer und an in der Küche und so weiter, aber im Allgemeinen hatte ich damals doch den Stamm schon so, dass ich vieles noch davon jetzt noch habe. Und ich muss sagen, bis heute freue ich mich immer noch jeden Tag, wenn ich nach Hause komme. Dieses Schlafzimmer haben wir 1952 gekauft, auf Abzahlung damals, weil das 1800 Mark gekostet hat und das war damals viel Geld. Und 1954, wenn wir noch geheiratet haben, dann haben wir's. Wir sind still aus dem Möbelgeschäft so lange. Und 1944 haben wir geheiratet und so alt ist das Schlafzimmer schon. Das ist Nussbaum hochglanzpoliert. In jedem Jahr zeigte die Kölner Möbelmesse Wohnsehnsüchte im Querschnitt. Zeigte französisches Schlafen, altdeutsches Wohnen, ein südländisch inspiriertes Esszimmer und natürlich Cocktailsessel. Auch bei der Inneneinrichtung orientierten sich die Deutschen am Ausland. Aus Skandinavien kamen Teakmöbel. Dieses südostasiatische Holz, das bis dahin kaum jemand gekannt hatte, wurde in den 50er Jahren äußerst populär. Ganz auf der Höhe der Zeit waren Sets anstelle eines Tischtuchs und nierenförmige Holzbretter. Wer skandinavische Möbel kaufte, wollte es behaglich haben, dachte aber durchaus modern und praktisch. Gestatten? Frappin. Frappin? Ganz recht, Frappin. Ich bin ganz neu. Frappin, die große Hilfe in der kleinen Flasche. Bitte, probieren Sie mich. Frau
Frappin macht alles hell und strahlend blank. Frappin gibt neuen Glanz dem alten Schrank. Er strahlt wie neu das Spiegelglas. Und auch das Fensterputzen macht jetzt wieder richtig Spaß. Frappin ist eine Hilfe, die frappiert. Frappin macht blank, was stumpf ist und verschmiert. Man sagt, ist alles wie auf neu poliert. Frappin frappiert. Frappin wird schonend mühelos und schnell. Frappin macht helle Türen wirklich hell. Den weißen Herd, die Kachelwand und auch Metall gleich welche Art poliert. Frappin frappant. Frappin, für alles ist es ideal. Frappin im Haushalt ist universal. Man sagt, hat man einmal Frappin probiert? Frappin frappiert. Ja, ich hätte an sich gerne den Beruf auch mal damals ergriffen, wenn der Krieg nicht gekommen wäre. Ne? Hätte ich schon was, ich habe in Mode gemacht, aber in Einrichtung, in Architektin wäre ich auch sehr, sehr gern geworden. Und ich habe auch oft die Zimmer mal umgestellt. Wir haben auch zuerst zum Grindel unser Schlafzimmer gehabt und dann war es ja noch nachher so laut. Dann kamen aber, wie gesagt, in die anderen Scheiben. Aber ich habe immer gern umgestellt und insofern hat mein Mann so oft gesagt, ja, du hättest Architektin werden müssen. Bei Einrichtungsproblemen konnte man in einigen deutschen Großstädten eine Wohnberatung aufsuchen. An- und Aufbaumöbel variierten ähnliche Möbelprogramme der 20er und waren eine raumsparende Lösung beengter Neubauverhältnisse der 50er. Im Modell ließ sich je nach Wohnungsschnitt die günstigste Raumgestaltung simulieren. Guter Geschmack war erlernbar. In meiner Wohnung mache ich besonders gern die Zentralheizung, das fließend warme Wasser, die pflegeleichten Dunlopanböden, denn das war für damaligen Zeiten nicht im sozialen Wohnungsbau selbstverständlich. Das war ein gewisser Luxus schon. Die gekachelte Küche, das gekachelte Bad, wenn ich daran denke, an meine andere Wohnung, Zinkbadewanne mit Kohlenbadeofen. Also ich war ganz begeistert, als ich hier einziehen konnte. Und dann fand ich diese modernen Möbel. Raumsparend, bequem, optisch klein, grazil. Ich muss eine Wohnung haben, die ich benutzen kann. Ich habe zum Beispiel auch im Nebenzimmer die Stringwand. Die habe ich eigentlich nicht nur der Schönheit wegen und weil sie mir gefallen hat, gekauft, sondern weil ich sukzessive kaufen konnte. Ich konnte einen Teil kaufen und wenn ich nachher das nötige Geld wieder zusammengespart hatte, dann konnte ich sie ergänzen. Zur Interbau wurden 1957 im Berliner Hansaviertel Musterwohnungen eingerichtet, die den Aufbruch zu einem neuen, zu einem europäischen Lebensgefühl den Besuchern vermitteln sollten. Das Wohngefühl im Hochhaus spielt
spiegelte den Zwiespalt der Zeit wider. Man war nüchtern, aber nicht frei von Gefühlen. Distanziert, aber nicht unnahbar. Ich finde das Leben im Hochhaus sehr angenehm. Die Anonymität hat mir sehr zugesagt, denn ich war voll berufstätig und hatte gar keine Zeit, mich um meine Mitmieter zu kümmern. Und außerdem brauchte ich das auch gar nicht. Ich habe einen großen Freundeskreis gehabt, sehr viel private Interessen, sodass ich für meine Mitmieter überhaupt gar keine Zeit hatte und auch gar keine Notwendigkeit fand, um irgendwelche Kontakte aufzunehmen. Natürlich gibt es verschiedene Mieter, die diese Anonymität gar nicht schätzen. Ja, man hat entweder eine positive Einstellung von vornherein oder ich kenne auch Leute, die sagen, also Hochhaus grundsätzlich nicht. Es hat Vor- und Nachteile. Es ist natürlich etwas anonym alles. Schließt aber nicht aus, dass man mit dem einen oder anderen ja doch ein bisschen in Kontakt kommt. Und heute ist der nachbarschaftliche Kontakt eigentlich wichtiger mehr denn je. Denn gerade eben, da das Hochhaus doch fast jedem zugänglich ist, man braucht nur irgendwo auf einen Knopf zu drücken, auch wenn man keinen Schlüssel hat, und man ist schon drin. Man kann jetzt also nicht genau sagen, gehört der hierher? Ist er zu Besuch oder was will er eigentlich? Und wenn man dann ein Telefon hat und man fühlt sich vielleicht doch mal ein bisschen bedrängt oder man klopft an die Wand, was man dann so abgesprochen hat, ist es doch wichtig, dass man ein bisschen Kontakt hat. Das muss nur nicht sein, dass man sich also nur jeden Tag in den Kochtopf guckt. Ganz und gar nicht. Aber ich würde schon sagen, so sollte man das schon halten, gerade eben in der heutigen Zeit.